Hallo und herzlich willkommen zu Renox hier wieder am Start, meine Lieben. Ja, ich war lang nicht da und ihr wart lang nicht hier, aber es liegt auch daran, dass ich eindeutig keine Videos mehr rausgebracht habe. Ja, das liegt eventuell am Spieleloch und am Umzug, meine Lieben. Eigentlich wollte ich ein V-Log-Video raushauen, aber irgendwie hat das mit dem WLAN nicht so ganz geklappt. Ich glaube, ich lade das nochmal hoch. So, worum geht es hier heute? Ganz simpel, und zwar ist der Hype natürlich auch nicht an mir vorbeigegangen. Pokémon Go, meine Lieben. Und ja, wer möchte denn kein Meistertrainer sein? Eigentlich glaube ich, will das jeder werden. Und deshalb habe ich mir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, ein bisschen rumgeschaut, Infos zusammengetrommelt, und es gibt tatsächlich Möglichkeiten eines GPRS-Fakers, und das ohne Root. Und zwar braucht ihr dafür dieses wunderschöne Programm Nox, und zwar Nox Player oder Nox App Player heißt das. Ich hau euch aber einfach diesen Link in die Beschreibung unten rein. Kommt von Chip Online, simpel zu installieren, ist dann auch tatsächlich schon das Spiel drauf. Das sieht folgendermaßen aus. Ich beende mal ganz kurz das Spiel an dieser Stelle. So wird es dann aussehen. Ja, dann könntet ihr natürlich jetzt schon Pokémon Go starten. Das macht ihr aber noch nicht, ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und zwar müsst ihr vorher einige Einstellungen treffen. Und zwar hier vorne müsst ihr einmal den Root starten einmachen und natürlich eure Sprache auswählen, sofern ihr das möchtet. Dann unter den fortgeschrittenen Einstellungen müsst ihr auf Hoch gehen. Ja, CPU und so weiter stellt sich dann von selber ein. Die beiden Sachen lasst ihr so. Hier vorne ist ganz wichtig, müsst ihr Sony eingeben. Dann noch den Handytyp SGP771 wählen, das ist sehr, sehr wichtig, damit das alles hier wirklich die vollen Funktionen hat. Hier müsst ihr nichts machen, und unter der Schnittstellen müsst ihr, soweit ich weiß, den virtuellen Druckknopf unten einfügen und Tastatursteuerung. Diese Sachen müssten auf jeden Fall an sein. Ansonsten nochmal abgleichen, simple Sache, aus und ein, und danach Einstellungen speichern. Dann fragt ihr euch, ob er rebooten soll. Ihr sagt natürlich, tu das bitte jetzt, und danach dauert es etwas und das Gerät fährt neu hoch. Ja, was ist das hier? Nichts anderes als eine virtuelle Oberfläche, ein Emulator eines Androids, und das ist ganz positiv. Und zwar habt ihr die Möglichkeiten, hier drüber das Handy in Anführungsstrichen zu routen und tatsächlich dann auch GPS zu faken. Doch es gibt einige Sachen, auf die ihr aufpassen müsst. Ihr könnt über die ganze Welt springen, euch die geilsten Pokémons holen und, was natürlich mega fett ist. Aber ihr solltet wirklich bis zum Ende zuhören, weil, ganz simpel, es gibt ein Softbann. Das heißt, wenn ihr die Sachen falsch ausführt, kann das sein, dass ihr zwischen 30 Minuten und 15, 16 Stunden einen Bann kassiert. Und deswegen gut zuhören. So, bevor ihr das Spiel jetzt startet, ist schon mal wichtig, wie lange wart ihr nicht online. Wenn du jetzt sagst, ey, ich war den ganzen Tag noch nicht online, dann kannst du ja durchaus gerade mit dem Flugzeug losgeflogen sein gestern und bist jetzt heute in Amerika angekommen, kannst dich also in Amerika einloggen. Das heißt, du kriegst auch keinen Softbann, weil die Wahrscheinlichkeit da ist. Wenn du jetzt vor 2 Stunden online warst, kannst du dich natürlich nicht nach Amerika porten, weil dann würdest du einen Softbann kriegen, weil dem Spiel klar ist, was für ein Flugzeug soll das denn gewesen sein. So, also stellt sicher, dass ihr am besten einfach heute Pokémon Go in Ruhe lässt, und dann macht ihr es morgen. Safety first. So, ich habe jetzt hier einen mega geilen Punkt für euch rausgesucht. Es ist ein mega geiler Spot. Ihr solltet euch auch so eine Textdatei anlegen, um immer wieder zu dem gleichen Spot zurückzufinden, weil das ist das A und O. Ihr werdet es gleich sehen, und zwar drückt ihr hier auf Geocode. Unten packe ich das hier auch in die Beschreibung rein, meine Lieben. Dann drückt ihr auf OK, und wenn ihr Selected steht, habt ihr schon mal den richtigen Ort. Jetzt öffnet ihr Pokémon Go. Das Tablet ändert sich. Ihr müsst die Dinge ein- und erschieben. Das ist ein bisschen nervig immer. Aber ich habe 2 Monitore, da funktioniert das ganz gut. Nur eine Aufnahme halt nicht. So, hier hinten seht ihr schon welche Pokémon. Das ist das nächste Geile, und zwar Pokevision. Das kommt auch gleich in den Einsatz. Erstmal haben wir einen fetten Dreier-Spot. Ihr seht schon Pokémon ohne Ende. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, auch entspannt die Dinger abzufarmen. Das könnt ihr natürlich immer machen an eurem Hauptspot. Übrigens ist jetzt dieser Spot, den ihr gerade ausgewählt habt, wenn ihr euch eingeloggt habt, sollte auch euer Hauptspot sein. Ihr solltet danach nicht am Handy weiter zocken und dann doch wieder da und so. Das geht nicht. Da müsstet ihr immer einen Tag dazwischen lassen, je nachdem, wo ihr euch hin und her hopst, weil ja die Zeit realistisch sein muss. Also bedenkt das bitte. So, jetzt haben wir hier ein paar geile Pokémon, aber die habe ich alle schon, sind ziemlich langweilig. Was machen wir jetzt? Wir öffnen Pokevision und gucken jetzt mal, was könnten wir noch gebrauchen. So, für mich wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich bin der Meinung, dass ich den hier oben... Oh, den habe ich tatsächlich noch nicht. Eine Minute, müssen wir uns beeilen. Möglichst nah ranzoomen, ihr seht, sonst seid ihr daneben, die höchste Stufe. So, rangezoomt, hier oben diesen Wert kopieren.
den hier einfügen. Geocode, ihr seht jetzt. Okay, selected. Jetzt sind wir auch im Nox-Player. Bup, dort teleportiert. Hier vorne ist das Pokémon. Schnell anklicken. Und jetzt ist es wirklich wichtig, dass ihr keinen Pokémon-Ball schmeißt. Ihr müsst erstmal den Eiermodus ausmachen, wie bei mir, weil sonst seht ihr alles total crazy, weil ist ja gar keine Kamera dran. Und jetzt kommt das nämlich sehr wichtig. Deswegen hatten wir diese Textdatei. Ihr müsst jetzt erst wieder in eurem Ursprungsspot, wo ihr das Spiel gestartet habt, zurückgehen. Auf OK klicken, Selected ist ausgewählt. Jetzt dürft ihr tatsächlich das Pokémon fangen, ihr dürft auch die Items auswählen und so weiter und so fort. Beim Pokéstop ist es genauso. Einmal anklicken oder Pokémon anklicken, dann wieder zurück zum Hauptspot und dann fangen oder den Pokéstop drehen. So, dann wacht ihr auch jetzt hier wieder, nachdem ich das im Pokédex registriert habe. Wacht ihr hier vorne wieder auf, seht ihr? Und hier ist auch alles in Ordnung. Wenn ich jetzt mich woanders hingeportet hätte, sagen wir sind jetzt woanders. Und ich würde dort jetzt einen Pokéstop sehen. Dann dürfte ich den so öffnen, müsste wieder auf meine Koordinaten, ich bin jetzt halt da, ne, aber müsste wieder auf meine Koordinaten, okay klicken. Und dann erst dürfte ich ihn benutzen. Weil sonst würde das Spiel, also im Prinzip schließt ihr immer die Sache ab, die ihr macht. Und dann erkennt das Spiel das nächste Speicherpunkt sozusagen. Wenn ihr das Ding dreht, kommt der Speicherpunkt und sagt, 4 Stunden weit weg geht nicht. So, oder beim Pokémon genauso, 6 Stunden weit weg geht nicht. Deswegen portet ihr euch, bevor ihr die Sachen fangt oder dreht, immer zu eurem Hauptspot zurück, wo ihr das Spiel gestartet habt. Und dann seid ihr safe. Ihr könnt auch in Deutschland im Prinzip bleiben. Würde auch gehen und könntet euch hin und her porten. So, und würdet keinen Softban bekommen. Aber dieser Spot ist halt einfach geil, ne? Weil du kannst jedes Mal, wenn du dich hin und her geportet hast, hier wieder neu farmen. Alle 5 Minuten sowieso. Und deswegen stehe ich halt hier. Ihr könnt aber auch in Deutschland, da wo ihr seid oder so, einfach stehen bleiben. So, das war's im Prinzip schon. Jetzt gibt es nur noch zu wissen, dass man hier, diese Seite ist regelmäßig mal down, weil die natürlich gut besucht ist. Oh, hier vorne, 1 Minute, schnell wieder ran. Oh, da lagen wir auch wieder daneben. Den nehmen wir doch glatt mit, möglichst mittig. Kopieren. Reinmachen. Hinporten. Da ich das Pokémon ja wahrscheinlich gleich finde, kann ich also schon mal hier den neuen Ort eingeben. Geo machen. Ich drücke jetzt noch nicht OK, weil sonst wäre ich ja wieder weg. Öffne es. Da ist es. Einmal anklicken. Ach, geht hier unten nicht. So. Einmal anklicken. OK klicken. Und jetzt sind wir wieder in Minneapolis. Und dann ist auch wieder alles okay. Und jetzt können wir das Pokémon fangen. Das war's schon, meine Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr geile Pokémons vielleicht gefunden habt, dann dürft ihr natürlich gerne hier die Koordinaten reinschreiben. Würde mich mega freuen. Ja, ansonsten eure Erfahrungen. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, sagt mir einfach Bescheid. Ich antworte die gerne. Denkt an die Softman-Wahrscheinlichkeit. Am besten, ihr macht es mit einem zweiten Account. Safety first. Ich mach's mit Main, weil ich traue mir das recht gut zu. Wenn ihr einen Softman habt, ist es halt immer so lange, wie die Wahrscheinlichkeit ist, wie ihr hin und her braucht von Punkt A nach Punkt B, wo euch geportet habt. Simple Sache. Also zwischen 30 Sekunden oder 30 Minuten oder 30 Stunden, wenn ihr einmal die Welt umquert habt. Tja, ich verabschiede mich von euch, meine Lieben. Haust rein, wir sehen uns Battlefield 1 wieder und joa, ich sag tschüssen.